So, liebe Freunde, wir sind hier bei Murat Ustar. Er hat seine Suppe patentiert. Unglaublich. Oh, ich muss am Telefon ran. Herr Murat Ustar. Ja, liebe Freunde, eins haben wir vergessen. Ja, 50% gucken immer noch ohne Abo. Leon hat zu mir gesagt, Mehmet, Abo ist kostenlos. Wie kostenlos? Ich sag, die müssen Geld zahlen. Nein, die brauchen nur einmal auf den Oberknopf zu drücken. Es bringt mir wirklich viel abonnieren, kommentieren, liken. Es bringt meinen Kanal wirklich viel. Ich würde mir euren Support wirklich freuen. Und immer noch kostenlos. Einmal draufdrücken. Nur Liebe. So, wir waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wir haben mit den Polizisten hier ein Foto gemacht, ne? Ja, war voll lustig. Und dann wollte ich den Polizisten die Suppe ausgeben. Ja. Habe ich die reingegangen, bezahlt. Er kam an, er sagt, nee, kann das wollen wir nicht. Das ist Bestechung. Nee, er hat gesagt, nee, das darf ich nicht annehmen. Er sagt, nein. Er sagt, ich zahle meine Suppe selber. Hat er nicht angenommen, ne? Wir haben hier Fotos gemacht. Und dann sagt Jan, kann er mit mir ein Foto machen? Die haben mich verhaftet so am Auto. Sagt er, nein, darf ich auch nicht machen. Doch, die haben zusammen Fotos ja, gemacht. So, aber wir durften nicht Verhaftungsfoto. Ja, wir durften das nicht veröffentlichen. Ja, also dieser Laden gibt es, glaube ich, seit 15 Jahren, 20 Jahren. Einer der bekanntesten Suppenladen. Und der hat irgendwie von 15 Suppen alles zusammengeschmissen. Und hat gesagt, geile Suppe, das patentiere ich. Hat er wirklich patentiert? Ja, wir probieren das und dann sagst du, dass das Ding, ob sich das gelohnt hat, die patentieren oder nicht. Okay. Ja, interessant Ahnung. Ist also, ich glaube, gegen Dings kommt er nicht an. Aber wie, wie viel kostet ein Patent in der Türkei, würde mich interessieren. Keine Ahnung. Aber Suppenpatent ist sicherlich günstiger wie ein normales ja. Patent. Und, ja, wir also, es schmeckt nicht schlecht. Es ist, er haut da, glaube ich, alles rein, was er findet. Okay. Also, die Türkei in einer Suppe. Digga, so toll kann es nicht sein, sonst hätte er es irgendwann geschafft. Ich wollte es jetzt nicht sagen, also die Stühle sind jetzt hier nicht High Quality auf dem. Aber es ist auch der Charme hier, ne, Digi? Das ist ja auch dieses ja, das macht ja. Charming, weißt du, was ich meine? Oh. So, das ist die Suppe. Sie sieht auf jeden Fall wild aus. Also da ist alles drin, Hähnchensuppe, Linsensuppe. Okay. Ja, ich sag mal, also ist jetzt nicht so, als wäre es unappetitlich. Aber gut, erwartet, schon eine Schlimme. Aber spätestens jetzt hätte ich gecheckt, dass es ganz viele Suppen in einem sind. Genau, das ist so ein Mischmaissuppe, keine Ahnung. Ja, wir probieren das mal jetzt. Also sieht schon wild aus, ne? Was hast du dazu? So, die Meinung von Leon, er ist der Suppenexperte. Boah, ist das heiß. Boah. Warte, meine erste Meinung, Dings gibt ihm so dreifach. Ja, jeder gibt den. Also wie ist unser Laden? Etla Contasi. Etla Contasi, Alter, der gibt ihn nicht dreifach. Ach, keine Ahnung, vielleicht war ja auch mal besoffen, hat sich das alles eingemischt, hat gesagt, so geil die Suppe nach Malgol. 100%. Der weiß, hat er gesagt, wow, ich bin der geilste Typ hier. Aber schlägst du nicht? Nein, auf jeden Fall. Also wirklich, Schatz. Nein, ich habe die ja schon mal gegessen. Schlecht ist sie nicht. Nein, ist sie nicht. Aber die ist kein Patent wert, meiner Meinung nach. Nein. Wir schlürfen auf und dann gucken wir weiter, oder? Jawohl, ein bisschen stärken hier. Warte, ich bin zu dem Entschluss gekommen, wie das Patent zustande gekommen ist. Ja. Er hatte früher 15 Suppen. Am Ende des Tages. Alle, ich glaube, sofort. Alle, genau. Die Reste zusammengekippt. Genau. Und dann hat er probiert, hat er gesagt, yo. Also, die, was soll ich Puppe kochen, wenn ich noch eine brauche? Ja. Weil er nicht denkt. Das ist die Patentidee. Ich habe 450 Teller bezahlt. Mit Getränke, Cola und Suppe. Ach, Scheiße. Geil. Hammer. Dann werden wir wohl abgezogen vom nächsten Mal. Nein, das ist alles gleich, oder nicht? Okay, dann lass uns weiter, Schatz. Wo sind wir denn wieder? Was ganz Neues hier? Die Domanis. Forum. Wie immer, in der Mall. Jeden Tag sind wir in den Drecksmall. Immer nur wegen hier, Leon. So, gestern waren wir ja nicht wegen ihn. Nein. Aber ich shoppe gerne. Ja, du shoppst gerne. Also, wir gehen in diesen Laden da rechts, da kann er sich ein Handy holen. Komm. Ein schönes Eisig. Nee, wie? Ja, erstmal was essen. Ja, da ist der Laden. Ja, eine Hülle holen. Ach so, eine Hülle, ja. So, und hier muss ich jetzt nach dem Kabel gleich mal gucken. Genau, da gehen wir aber hier rein. So, eine Hülle. Eine Hülle für den Leon. Damit ich mir die Finger hier nicht kaputt mache. Aber eigentlich würde es auch ohne weitergehen. Merhaba. Der Leon hier mit 12, Alter. Wir haben schon 30. Leon, du bist schon um 5 Jahre. Und du bist der Influencer, Digga. Und hast doch die dreckigsten Handys, Digga, Alter. Unglaublich. Sogar Edemotion hat sich das Neueste geholt für seine Karriere. Edemotion macht aber auch Para, Alter. Ja, stimmt. Da macht Kohle, Digga. Er hat ja hier abgeräumt. Ja, sowas hier für den Leo. Wei, wei, Louis Vuitton, Digga, wenn schon, denn schon. Hier, sowas, da kannst du noch hier Sachen reinpacken. Wir wissen nicht, welches. Nee, Alter, kannst du das absetzen, du bist ja Influencer. Ich hab da, nein, kann ich nicht. Ah, wieso nicht? Weil ich das Telefon nicht aufhöre. Oh, du bist echt ein
Alter, ich will. Digga, du brauchst Kosten, ja. Hey, dann lass mal auf deinen Nacken essen, hier hast du ein paar Kosten. Ich krieg das nicht mal auf hier. Tui! Leo, ich schaff das nicht. Alter. Oh, Alter, die sind aber, ja, die Türken können aber gut einpacken. Junge! Ich sag dir, ich krieg's nicht auf. Komm, hol dir einen Snickers hier, Haribo. Ah, jetzt aber. So. Schauen wir mal, wie sieht das aus jetzt mit deinem Handy? Extra sogar Folie drauf. Oh. Einfach nur, damit das Glas jetzt nicht absplittert an die Pfoten, weißt du? Das sieht doch geil aus wieder, Alter. Wie ein neues Handy. Jetzt kann ich wieder ein paar Jahre damit leben. Jetzt, ja, jetzt kann ich wieder damit rumlaufen. Ich muss die Folie hier noch abziehen. Okay, läuft doch. Wai, 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 wai. Geht der Peter? Jetzt haben wir sogar noch ein bisschen Durchsicht. Also 250 Teller habe ich gehört, hast du bezahlt. Genau, richtig. Es ist ziemlich teuer für Türkei. Findest du? Nein, Mann. Was kostet eine Hülle in Deutschland? Also jetzt nicht im Amazon oder sowas. Also 10 Euro. 10 Euro, Alter. Ja. Okay, sieht gut aus. Sieht echt nicht schlecht aus. Ey, vor allen Dingen, du siehst doch dann... mein jawohl. Okay, wir gehen jetzt Kabel für mich kaufen. Der Laden hat gesehen, er sagt, AUX-Kabel kennt er gar nicht mehr. Ich glaube, ist schon abgeschafft. Aber was soll ich machen? Mein Handy ist nur mein altes Handy. Also geht's hier weiter zu Mediamarkt. Ich hoffe, die haben hier sowas, ne? Zwei Etagen, richtig groß. Der Mediamarkt, kann man hier mal gucken. Oh ja, aber so viel haben wir noch gar nicht, ja. Für Veranstaltungen. Ja, das wäre okay. Chai Flatrate. Ja. Hey, das ist... Chai Flatrate. Kannst du so kaufen hier. Ach man, ja. Ich glaube, du solltest entweder ein neues Radio holen. Fürs Auto? Ja. Aber weißt du, was so ein Radio kostet? Na, ich meine in Deutschland. Ach so, in Deutschland, aber wir wollen ja auch Musik unterwegs hören. Aber ich kann ja mit einem hören, ist doch egal. Ja, ein Radio muss ich wohl holen, irgendwie USB muss angeschlossen werden. Habt ihr Hunger? Ja, wir gehen gleich was essen oben. Ich hab schon. Wir gehen jetzt was essen, aber erstmal muss man das Kabel finden jetzt. Erstmal auch zu USB-C. Wenn wir sowas überhaupt hier finden. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Schwer so aus, ja. Ich glaube, ein AUX-Kabel, das ist schon hier mit, glaube ich, antik, ne? Ja, AUX-Kabel gibt es auch heutzutage nicht mehr, ne? Muss ja. Nur im Golf 3 gibt es das mehr. Unglaublich, Alter. Ich, also, wo kriegen wir ein AUX-Kabel jetzt her? Sieht nicht gut aus. Hast du gefragt? Nee, noch nicht. Mach ich gleich, aber... Unglaublich. Hm? Unglaublich, haben sie nicht. Das ist schon wirklich oldschool, seine Mutter. Ja. Die Türkei ist wohl so modern, dass sie sowas gar nicht besitzen. Die lachen mich gerade aus, was ich damit machen soll. Er sagt, es gibt so Kassetten, wo Bluetooth. Ich sage, nein, alles gut. Wollen wir nicht haben, oder? Ja, dann gehen wir mal hoch. So, Friends. Dann gehen wir mal was Happy machen. Idee. Leider sind wir zu dritt, aber vielleicht sind wir zu viert. Bowling wäre okay. Kino haben wir hier auch. Chi-Köfte haben wir auch. Das war ja Salo, der hat ja Chi-Köfte hier richtig genossen. Hat er richtig Bock drauf gehabt. Ich habe, ja, wir wollen auf jeden Fall, also ich möchte natürlich gerne Nudeln essen. So, Iskender, nein, wollen wir. Gerät da. Oh, der Gerät ist da. So, Green Salad. Da schauen wir mal. Oh, ein Menü. Super, nimm mir. Hier, Schatz. Ein Menü. Suppe, Ischgembe, Getränk und Essen. Für 300 Teller. Für 8 Euro. Brutal. Was hast du dazu? Geil, komm. Ein schöner, cooler Laden. Hä? Oh, mal gucken. Oh, war rein hier, ne, alter Schwede. Oder, guck dir das mal an. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Du hast 220 Teller für dein Essen bezahlt. Meinst du, war auch weniger?
Schloss auf 220 Täler. Das sind dann mal unter 6 Euro, 6,50 Euro. Ja. Und guck dir das Ding an, Leo. Richtig geil. Also, 6,20 Euro. Brutal. Und guck, meiner kostet jetzt hier ein paar Mark mehr. Aber Alter, aber du hast ja auch also Schnitzel, du hast drei verschiedene Fleischsorten. Die, also du mehr geht hier nicht. Du hast jetzt anstatt den Salat das Nudeln genommen. Also das dauert, bis du wieder Hunger hast. Alter, brutal, oder nicht, Alter? Guck dir das mal an, ja? Unglaublich, ja. Unglaublich. Richtig jetzt schön. Muss er noch schmecken. Sache, wir haben Kaffee getrunken, sind fertig, wollen jetzt nach Hause gehen, ein bisschen chillen. Aber sehr schön, sehr empfehlenswert. Ich wäre hier niemals reingelaufen, wenn ihr das nicht gesagt hättet. Green Salad. Green Salad. Preis-Leistung brutal. Würde ich wieder herkommen, wenn ich irgendwie. Super. Ohne Gelatine, ne? Achso. Das ist ja, die türkische Art. Ja, ja, auf Türkisch. Weißt du, was ich meine? Okay. So. Ich finde, was Saures immer am geilsten. Das macht mir immer am meisten Spaß. Oh. Erdbeeren. Guck mal, wie die das hier reingelegt haben. Das ist alles. Schöne Sachen hier. Lecker, lecker, ne? Lecker, lecker. Kann man mal machen. Kann man mal essen, ja. Ja, liebe Freunde, es ist 4 Uhr morgens, 7 Uhr. Ich fahre nach Adana. Vielleicht könnt ihr auch sehen. Dicke Backe, dicke Backe. Ich war vorgestern beim Zahnarzt. Oben wurde ein bisschen entzündet, hat er ein bisschen was gemacht. Ich glaube, ihr habt das auch gestern im Video gesehen. Was soll's, ne? Ich hoffe, das geht weg. Ich habe ja mein Bett. Also, ich mal ein bisschen kühlen. Oh, echt blöd, ne? Ja, wir wollten eigentlich schon nach Hause fahren. Ihr wisst es, kommen wir nicht weg. Die Kraftstoffpumpe ist kaputt. Dann noch ein paar Sachen kaputt nehmen. Jetzt haben wir hier den Robin einfliegen lassen. Wir müssen jetzt dahin seinen Leihwagen abgeben. Ach, viele Sorgen, viele Sorgen. Ich hoffe, die Backe geht runter. Dann läuft es wieder. Trotzdem macht das richtig Spaß, dass ihr mich begleitet, ne? Also, liebe Freunde, dranbleiben, es wird wieder lustig. Mal gucken, den Kulturschock von Robin, ob er das hier überlebt. Dranbleiben, lacht euch kaputt. Was der Robin hier erwartet, den gebe ich alles. Der muss jetzt alles durch hier. Mal gucken, ob er den Levent hier einholen kann, ob er das auch schafft, was hier abgeht. Ja, dick hier, ne? Na, egal. Im Beamer, Benz und Polo fahren wir über Silla Jolo. Ein Türke, ein Deutscher und ein Grieche, Istanbul, Ankara und der Messina. Roadtrip durch 6 Länder reisen, Essen zu günstigen Preisen. Wir fahren mit dem Wagen viel zu schnell, wenn wir auftauchen, Jacques Cousel. Neue Wege sind voll der Shit, also mach mal besser Platz, Sick Digit.